und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder in dieser wundervollen, stillen Grotte, wo man ja, dem Wind ein wenig lauschen kann und den Tropfen, die offenbar überall so ein bisschen von den Wänden oder wo auch immer runter tropfen. Und wir wollen natürlich mit unserer Quest weitermachen. Diesmal ist es der Rat der fünf Gefährten. Leider habe ich die automatisch angenommen, als ich gerade wegporten wollte, weil da habe ich mich um zwei Schritte bewegt. Da hat der das Ganze angenommen und ja, in dem Moment konnte ich mich halt nicht mehr bewegen, weil ich am Wegporten war. Das ist immer ein wenig doof. Kriege ich das jetzt hier? Ja, Band 7. Wenn ihr wollt, könnt ihr das wieder durchlesen. Einfach nur zwischendurch Pause machen. So, wer ist denn hier am Spielen? Lyris ist am Spielen. Sie spielt immer so schön, muss ich sagen. Achso, den Fisch haben wir auch wieder, den können wir wieder mitnehmen. Waren! Willkommen zurück, Entseelte. Die Kunde von Manimarcos Dahinscheiden verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wie Würmer haben sich seine Anhänger tief in die Erde gegraben, um dem gleißenden Licht des kommenden Morgens zu entgehen. Warum habt ihr mich gerufen, Waren? Wie immer kommt ihr gleich zum Punkt. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Der König der Würmer wurde vom Zorn Molag Baals verschlungen. Die Macht seines Wurmkults ist auf immer zerschlagen. Doch Molag Baal ist nach wie vor eine Bedrohung. Und meine Seele habe ich auch noch nicht gefunden. So lautet die düstere Wahrheit in dieser Angelegenheit. Doch das Amulett der Könige befindet sich in unserem Besitz. Und es gibt noch viel zu tun. Wie können wir sicher sein, dass Manimarco wirklich tot ist? Im Schlaf höre ich seine gequälten Schreie und Molag Baal zwingt meinem Geist Visionen seiner ewigen Folter auf. Ich kann euch zeigen, was genau ich sehe, wenn ihr es so wünscht. Zeigt mir diese Vision. So, da unten ist er. Seht das Schicksal des Königs der Würmer. Bitte, genug! Es war ein Missverständnis, mein Gebieter. Lasst mich euch dienen. Lasst mich meine Treue beweisen. Genug, ich flehe euch an. Manimarcos Qual wird unendlich sein. Der Gott der Intrigen wird ihn benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Alle, die ihm folgen, werden wissen, dass man den größten aller Betrüger nicht betrügen kann. Trotz allem, was er getan hat, tut er mir leid. Aber deshalb wurdet ihr nicht hierher gerufen, Entseelte. Kommt, Sai Sahan möchte zuerst mit euch sprechen. Sai Sahan, wo bist du? Da. Die Wart, der größte Schwertheilige, lehrt uns, dass das Schicksal eine Kette ist, deren Glieder eines nach dem anderen geschmiedet werden. Unsere Kette ist beinahe vollendet. Nur ein einziges Glied fehlt noch. Welches fehlende Glied meint ihr? Euch, meine Freundin. Ihr seid das fehlende Glied der Kette. Ich werde euch nicht mit überschwänglichem Lob langweilen, sondern es frei heraussagen. Ihr seid eine große Kriegerin und eine vertrauenswürdige Freundin. Daher möchten wir euch ein Angebot unterbreiten. Ja, und ich würde gerne weitermachen, aber durch den Screenshot bin ich gerade hier rausgeworfen worden. Es tut mir wirklich leid. Die Wart, der größte Sch... Euch, was für ein Freundin, Angebot? Als Kaiser Waren einst die fünf Gefährten zusammenbrachte, tat er dies, weil er hoffte, ein Tamriel erschaffen zu können, in dem jeder frei und sicher unter einem geeinten Banner leben kann. Fahrt fort. Wir fünf Gefährten scheiterten. Verraten von einem der unseren, dem Wurmkönig Manimarco. Alles, was danach geschah, ergab sich aus dem Verrat dieses Mannes. Jetzt sind vier der fünf wieder vereint, um ein großes Unrecht wieder gut zu machen. Doch das Schicksal verlangt nach einer fünften. Was schlagt ihr vor? Wir möchten, dass ihr uns als fünftes Mitglied beitretet. Ihr seid der Champion, der uns schon damals hätte beistehen sollen. Schaut nicht so grimmig. Das ist alles eher symbolisch zu verstehen. Aber bitte, tut einem alten Soldaten den Gefallen. Ja, und man kann sich nun entscheiden zu sagen, es ist mir eine Ehre oder die fünf Gefährten sind gescheitert. Wir wollen nicht riskieren, dass die Geschichte sich wiederholt. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was passiert, wenn man die zweite Variante wählt, weil das habe ich noch nie gesagt. Deswegen sage ich auch diesmal wieder, es ist mir eine Ehre, den fünf Gefährten als letztes Mitglied beizutreten. Mein Fürst, mit eurer Erlaubnis. Ihr braucht mich nicht mehr so zu nennen, Sai Sahan. Wir sind jetzt gleichberechtigt.
Vor all diesen Jahren, als wir unter dem Banner unseres Herrn kämpften, um das Kaiserreich von den Langhauskaisern zu befreien, taten wir es für den Traum von Freiheit und Frieden. Nicht nur für das Kaiserreich, sondern für ganz Tamri. Zusammen haben wir eine Gemeinschaft geschaffen, die stärker als jede Klinge ist. Doch dann wurde sie von einem der unseren auf den Felsen des Betrugs zerbrochen. Die Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Dennoch haben wir vier uns hier für ein gemeinsames Ziel vereint. Uns treibt nicht die Rache, sondern Wahrheit, Treue und Gerechtigkeit. Ich, Sai-Sahan, Vogt der Abtei der Klingen, rufe die fünf Gefährten, sich heute erneut beim Licht des Stendars und dem Herzen Lorkans. Möge unsere Klinge der Kameradschaft neu geschmiedet werden und möge die Entseelte unsere gemeinsame Freundin die Spitze werden, die wir ins Herz eines dädrischen Fürsten rammen. Sai-Sahan hat recht. Ihr seid das Mitglied, das wir vor all diesen Jahren hätten haben sollen. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhersagten. Die Seelenlose wird der Hellste der fünf Sterne sein und sie sollen uns alle zur kommenden Dämmerung führen. Oh, bitte, ihr melodramatischen Speichellecker. Gut, gut. Wenn es euch hilft, die Sicherheit des Kaiserreichs zu gewährleisten, wenn eine eurer dummen Prophezeiungen wahr wird, dann spiele ich mit. Erneut stehen wir vereint. Die fünf Gefährten wurden neu erschaffen. Und zusammen werden wir den Gott der Intrigen schlagen. Kommt her, meine Freundin. Ich will euch noch etwas sagen, bevor ihr geht. Kannst du. Es war eine lange Reise, nicht wahr? Mein Vater sagte immer, wer alle Rauheiten des Lebens meidet, bekommt nie genug Schliff, um zu glänzen. Inzwischen müssen wir ja schon richtig strahlen. Euer Vater war ein weiser Mann. Ich habe über unsere Abenteuer und all die Strapazen nachgedacht, die wir gemeinsam durchgestanden haben. Vor uns liegt das letzte Stück dieser Reise, oder nicht? Ich bereue keinen Augenblick. Aber mir ist aufgefallen, dass wir noch keine Gelegenheit hatten, uns als Freunde zu unterhalten. Also streng genommen liegt noch eine ganz lange Reise vor uns, aber das möchte ich nicht vorwegnehmen. Wir bekommen vielleicht keine andere Gelegenheit mehr. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Ich frage mich, wo ihr euch selbst seht, wenn all das hier vorbei ist. Also ich meine, falls wir überleben, eure Seele zurückholen und Molag Bal aufhalten. Es gibt eine ganze Welt zu erkunden. Ich möchte sehen, was da draußen ist. Auf jeder Reise lernt man Demut. Man sieht aus erster Hand, wie klein der eigene Platz in der Welt doch ist. Das Komische dabei ist, je weiter man reist, desto schwerer fällt einem die Rückkehr. Aber wenn man es tut, wenn man zurückkehrt, dann sieht man den Ort, von dem man aufgebrochen ist, mit ganz neuen Augen. Was ist mit euch? Ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Himmelsrand zurück und lasse mich dort nieder. Vielleicht drücke ich ein paar Welpen raus. Vielleicht züchte ich Schafe oder baue Kohl an. Ist das euer Ernst? Was? Nein. Könnt ihr euch das vorstellen? Lyris Titanenkind, die Schafhirtin, die Bäuerin, die Hausfrau. Ich muss draußen im Wind und der Wildnis sein. Und wenn ich jemals jemanden finde, der mein Leben teilen soll, dann wird es ihm genauso gehen. Ich bin dran. Was bereut ihr bei all dem, was wir durchgemacht haben, am meisten? Dass so viele sterben mussten. Man gewöhnt sich nie daran. Mein Vater. Er wird für den Rest meines Lebens immer und immer wieder sterben. Die Trauer schwindet nicht. Man muss einfach lernen, damit zu leben. Aber ich kann mein Leben mit seinem Wagemut, seinem Temperament und seinem fröhlichen Eifer führen. So wird er niemals sterben. Nicht wirklich. Was ist mit euch? Oh, vieles. Verlorene Freunde, verpasste Gelegenheiten, Fehlschläge und Scheitern. Vielleicht ist das Beste, worauf wir hoffen können, am Ende die richtigen Dinge zu bereuen. Ich bereue, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, all jene kennenzulernen, mit denen ich gekämpft habe. Ich hoffe darauf, das zu ändern. Was schwebt euch sonst noch vor? Noch eine letzte Sache. Mögt ihr Met? Also ich persönlich habe ja noch nie welchen getrunken, aber da wir ja nun mal im Spiel in einer ganz anderen Zeit sind, sicher doch. Wusste ich's doch, dass ich euch mag. Also trinken wir auf Molag Bal, diesen Skewer von einer Eule. Sein Gehänge soll modern mit übler Braunfäule. Unser Marsch sei wacker.
Unsere Herzen seien stark, wenn wir ziehen nach Kalthafen, um zu spucken auf sein Grab. Lyris, die Dichterin, darauf trinke ich. Vergessen wir nicht die Kämpfe, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Wir sind fast zu Hause. Wir müssen nur noch ein wenig weiterkämpfen. Seid ihr alle verrückt? Ihr wisst, was wir tun müssen, richtig? Wir müssen einen dädrischen Fürsten bekämpfen, Amulett oder nicht. Das wird noch mehr Tod bedeuten. Entseelte, kommt her. Ich erzähle euch, was sie euch verschweigen. Ihr freundet euch wohl so richtig mit Titanenkind an? Mir persönlich ist ja die Gesellschaft kluger und gut informierter Leute lieber. Vielleicht solltet ihr das bei Gelegenheit auch einmal probieren. Nun, ihr habt also den großen Manimako niedergestreckt. Gut gemacht. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Deshalb habe ich es nicht getan. Der Bauer dankt ja auch nicht der Kuh, wenn sie sich auf dem Feld erleichtert, aber trotzdem wird dadurch die Ernte reichhaltiger. Wollt ihr euch so bei mir bedanken? Ich schätze schon. Doch das war nicht der Grund für dieses herzerwärmende Wiedersehen. Waren und ich haben uns viel unterhalten, seitdem ihr das Amulett geborgen habt, und wir haben uns auf ein endgültiges Vorgehen geeinigt. Molag Bal bleibt weiterhin eine Bedrohung und Tamriel schwebt noch immer in großer Gefahr. Was schwebt euch vor? Erst muss die Ebenenverschmelzung aufgehalten werden. Schon jetzt sammeln sich Streitkräfte, die einen Ansturm auf das Reich des Vergessens planen. Ihr müsst euch ihnen anschließen. Dann was? Dann und nur dann können wir den Kampf zu Molag Bal selbst tragen, um den Schutz Nirns wiederherzustellen und eure Seele zurückzufordern. Ist es überhaupt möglich, Molag Bal zu besiegen? Ich weiß mehr über die Dädra als jeder andere lebende Mensch oder mehr. Auf Gedeih und Verderb knüpfte meine Familie stets Bande zu den Mächten des Vergessens. Und so viel weiß ich. Man kann einen Dädra-Fürsten nicht töten. Aber wir haben das Amulett der Könige. Fahrt fort. Da wir das Amulett in unserem Besitz haben, können wir ihn vielleicht verwunden. Noch dazu schwer. Und so zwingen wir ihn, restlos jede Seele freizugeben, die er gestohlen hat. Einschließlich der euren. Und genau da kann uns euer Zustand noch von Nutzen sein. Und wie? Das Ritual, das wir mit dem Amulett der Könige durchgeführt haben, hat den Seelenbruch ausgelöst und den Schleier zwischen den Welten beschädigt. Wenn dieser Schaden behoben werden soll, muss ich versuchen, das Ritual erneut durchzuführen, dieses Mal mit euch. Wird das nicht einfach nur noch einen weiteren Seelenbruch auslösen? Nur, wenn wir es hier auf Nirn durchführen würden. Aber wenn wir nach Kalthafen reisen, könnten wir die Macht vielleicht in geordnete Bahnen lenken, um euch so mit genug göttlicher Macht zu erfüllen, dass ihr den Dädra-Fürsten herausfordern könnt. Doch das hat seinen Preis. Alles hat einen Preis. Die Anrufung der Macht des Amuletts auf diese Weise wird die Seele von jemandem verschlingen. Ganz und gar. Man kann die Macht der Götter nicht bündeln, ohne einen solchen Preis zu entrichten. Leider habt ihr keine Seele, die verschlungen werden kann, und ich selbst habe ja das Ritual durchzuführen. Jemand muss sterben? Genauer gesagt, einer eurer drei Gefährten. Ich vermute, dass sie deshalb so ekelerregend dankbar und kriecherisch sind. Nein, der Preis ist zu hoch. Selbstverständlich ist es das. Eine Tatsache bleibt allerdings bestehen. Einer der fünf wird sein Leben geben müssen, um diesen Angriff auszuführen, wenn die Zeit reif ist. So sagtet ihr, bevor die Entseelte eintraf. Und ich habe es schon überdacht. Ich werde es tun. Schneelilie, nein. Ihr solltet euer Leben nicht so hergeben müssen. Das ist meine Pflicht. Als Strafe für meine vielen Versäumnisse. Das ist meine Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen. Die Schriftrollen sagten nichts von diesem Moment. Und so bin ich nicht an ihre Diktate gebunden. Entseelte, ich bitte euch, dass ich dieses eine tun kann. Alles passierte nur wegen meiner Selbstüberschätzung. Ich werde derjenige sein. Herr, ihr habt schon genug getan. Das war Manimako, nicht ihr. Als diejenige, die den dädrischen Fürsten bekämpfen wird, soll die Entseelte entscheiden. Ihr meldet euch nicht freiwillig, Tarn. Reitet ihr wieder eure eigene Haut? So schwer es euch auch fallen mag, Lyris, seid keine Idiotin. Ich kenne als Einziger das Ritual und wir haben keine Zeit, es noch jemandem beizubringen. Das reicht. Das wird jetzt nicht entschieden. Entseelte kommt her. Ich habe noch ein paar letzte Worte für euch.
Es scheint, als ob sich der Kreis nun schließt, Entseelte. Muss wirklich einer von euch sterben? Damit Millionen andere leben können, ja. Seid nicht beunruhigt. Jeder von uns würde ein solches Opfer mit Freuden bringen. Doch zuerst muss die Ebenenverschmelzung vereitelt werden. Wie Tan schon sagte, es sind bereits Pläne im Gange, um nach Kalthafen vorzudringen. Ihr müsst ein Teil von ihnen werden. Jene Anker, die uns ans Reich des Vergessens ketten, ziehen uns immer dichter an es heran. Sie müssen ein für allemal zerschlagen werden. Ich werde einen Weg finden. Wenn die Ebenenverschmelzung abgewendet wurde und der Staub sich gelegt hat, werden sich die fünf Gefährten ein letztes Mal versammeln, um sich dem Schicksal zu stellen. Der Gott der Intrigen muss aufgehalten werden, Entseelte. Das ist das Einzige, was im Augenblick zählt. Ja, und wir bekommen ein Band der Gefährten für Leben, also Lebensgeneration und maximales Leben und eine prächtige Glyphe des Lebens und natürlich einen Fertigkeitspunkt. Ja, das war dann auch schon alles für die heutige Folge. Die ist ein wenig kleiner geworden, als wir es normalerweise gewohnt sind. Aber ich kann euch versprechen, die Folgen danach werden wieder etwas länger. Teilweise, denke ich, werden sie wohl auch ein ganzes Stück länger werden. Also mit ein bisschen Pech über eine halbe Stunde. Ich versuche ja immer so zwischen 20, 25 Minuten zu bleiben. Aber ich bleibe natürlich auch immer im Thema. Also sprich, ich mache das natürlich einmal komplett durch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.